du hast eine Pizza. Sehr lecker übrigens. Das ist Eistee. Wann kommt der Capital Bra? Capital Bra ist einer der größten Rapstars Deutschlands und er steht ab heute als Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin. Entsprechend groß war auch der Paparazzi-Andrang, als Capi seinen Doppelgänger aus Wachs feierlich selbst enthüllt hat. Treklik hat exklusiv mit ihm gesprochen. Grüß dich erstmal, wie geht's? Also, das ist ja ein Schuhleiter. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Wir haben auf jeden Fall alles mit damit gemacht. Ja, das Lächeln ist auch so verschmitzt, ne? Was ist das? Das ist so verschmitzt. Also, ich finde, es fängt es selbst an. Dankeschön, vielen Dank. 23 und 1 sind, das fragt mir jeder. Hören auch deine Kinder deine Musik? Ja. Ja? Ja, die haben es auch gefunden. Auch manchmal wünsche ich dir auch. Und, findest du es gut? Ja, die stehen so, die rappen ein bisschen vom Spiegel, so, die versuchen ein bisschen mir nachzumachen. So. Aber ich finde es schon witzig. Und was ist dein eigenes Lieblingslied von dir? Benzema. Warum? Weil es sich nach einem Hit anhört, obwohl da sehr, sehr viel Schmerz und Realtalk kommt. Also da erzähle ich halt so. Ja, das hört sich nach einem Hit an, nach lelelelalala, aber ist nicht so. Man muss genau hören, dann steht man. Der Song ist mir halt noch. Interesting. Und was findest du die beste Textzeile, die du je geschrieben hast? Ein guter Mensch ist auch mal schlecht, ein guter Mensch. Ein schlechter Mensch hat auch mal recht, ein guter Mensch ist auch mal schlecht. Stimmt ja auch. Und du hast ja drei Kinder. Welche Werte möchtest du, was ist den wichtigsten Hinweisen? Ein gutes Herz zu haben, menschlich zu sein. So, weil ich glaube, das sind wir im Winter bei dort. Wenn du menschlich mit Menschen umgehst und wenn du zu jedem fair bist, dann hoffentlich wirst du auch fair zurückbehandelt. Und wenn nicht, bleib trotzdem fair und irgendwann musst du zu dem fair zurückbehandelt. Was vermisst du an deiner Heimat hier in Berlin am meisten? Gibt es überhaupt was oder sagst du, Berlin ist jetzt? Berlin ist meine Heimat. Ich war schon lange nicht mehr in Ukraine. Natürlich haben wir immer so unser ukrainisches Essen oder wenn wir uns treffen, so ein bisschen hier, kleine Wodkas und diese Dinge. Aber ehrlich gesagt ist das meine Heimat. Wenn ich zum Beispiel irgendwo wegfliege nach Bali oder so, dann vermisse ich Berlin. Berlin ist mein Zuhause, Berlin ist meine Stadt. Ich gehe jetzt zum Kiosk, jeder kennt mich so. Weißt du, ich meine, ich laufe allein nur überall, wenn ich Bock habe. Okay. Das ist die beste Stadt. Ja, das stimmt auch. Und warum war es dir so wichtig, für deine Familie zu sprechen öffentlich? Na, weil es so dargestellt wurde, als ob ich das mit Absicht gemacht hätte und Leute damit anschickt, obwohl ich eigentlich nur zeigen wollte, ey Leute, wir kommen nicht alle aus Charlottenburg und Wilmersdorf, da gibt es auch Landbezirke. Und das ist halt die beliebteste Droge. Ich wollte vom Schmerz erzählen und nicht, dass sie die nimmt. Und die haben es immer so halt ein bisschen versucht darzustellen, so als ob ich das jemandem unterjubeln würde. Und ich wollte es halt. Ich wollte halt erklären, okay, ich war davon süchtig, aber nicht, weil ich das cool finde, sondern weil es nichts anderes gab. Ich wollte es einfach nur klarstellen, ich bekenne, ich will niemals sagen, wollte jetzt jemand Drogen nehmen. Aber ich will halt auch verstehen, dass wenn ich über Drogen rappe oder die in meinen Textteilen benutze, so, dann erzähle ich da keine Scheiße. Ich erzähle es auch manchmal gut und manchmal auch nicht gut. Manchmal muss ich am Abend zu viel davon benutzen. Naja, du bist ja auch so authentisch, weil du ihm von deinem Leben erzählt hast. Ich erzähle, ich versuche von, ja, ich will auf jeden Fall das. Auf jeden Fall nimm keine Drogen, Leute, bitte. Das ist auf jeden Fall das Schlimmste, was es gibt. Und du hast eine Pizza. Sehr lecker übrigens. Eistee. Wann kommt der Capital Bra? Ich bin kein Modedesigner, also erstmal bleibe ich im Leben mit Namen und Rap so, aber vielleicht irgendwann. Ich würde dich fragen. Ich küsse deine Hand, ich würde dir einen schenken.